Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Hier auf Crimson Butterfly Gaming. Und wir sind schon verdammt weit gekommen mittlerweile und wir sind jetzt auf dem Weg zu... nach Katzbuckel. Hier gibt es noch ein paar neue Aufträge. Die nehme ich mal direkt an. Na. Eure Majestät, melde verdächtige Aktivitäten im Umland von Minneapolis. Zuerst dachte ich, das sind nur ein paar Banditen, die schon wieder abhauen. Aber nun geht der Lärm schon einige Tage lang und ich habe eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Oh, das klingt beunruhigend. Was konntet ihr denn bisher herausfinden? Zeugen berichten, dass gegen Mitternacht ein Hämmern aus nördlicher Richtung zu vernehmen war. Ich vermute, dass irgendwo jemand nachts etwas baut und es tagsüber versteckt hält, sodass wir bisher noch nichts ausfindig machen konnten. Warum sollte jemand so etwas tun? Was hat er wohl zu verbergen? Ich habe bereits einige Kundschafter in die Region geschickt. Die Soldaten in südwestlicher Richtung vor den Toren Minneapolis sollten auf den neuesten Stand sein. Danke für den Bericht. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ja, das nehme ich doch an. Vielleicht mache ich den auch direkt. So ein paar mehr Kronen. Wäre nur nicht schlecht. Von hier aus komme ich nicht darunter. Ist das wirklich wahr? Ich muss außen rumlaufen, um da unten links hinzukommen. Oh Mann. So, wo war denn der andere Auftrag? Irgendwo links war der. Da unten. Diese olle Flunder. Ich glaube, es hackt. Was ist denn los, Matthias? Du bist heute aber schlecht gelaunt. Was los ist? Kann ich dir sagen, diese Susi will mir vorschreiben, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Mir! Ist mir piepegal, ob die Ministerin ist. Der Schiffszimmermann hier bin immer noch ich. Ich lasse mir doch nicht von so einem Grünschnabel nicht das Handwerk fuschen. Was soll ich sagen? Ich möchte eigentlich, dass ihr beide miteinander klarkommt und zusammenarbeitet. Klarkommen soll ich mit der? Die hört mir doch nicht mal richtig zu. Die hat überhaupt keinen Respekt vor Tradition und Erfahrung. Am besten machst du jetzt mal eine Pause und trinkst einen Tee. Ich werde mal mit Susi reden und sehen, wo das Problem liegt. Nein, jetzt nicht. Jetzt werde ich erstmal... Ich habe immer so die Befürchtung, wenn ich einen Auftrag von Doge und sowas annehme, dass das so doofe Einsätze sind, die ich nicht mag. Aber trotzdem werde ich das jetzt mal machen, weil das sind echt verdammt viele Kronen. Und wo steht der Kerl? Da steht er. Da hinten. Hier vorne steht auch noch einer, mit dem ich reden soll. Wie das war mit dem hier. König Evan, meine Männer haben hier in der Nähe eine Banditenbande ausfindig gemacht, die einen großen angelegten Überfall auf das Königreich plant. Banditen? Ja, sie sind zwar in der Unterzahl, aber sie haben still und heimlich über Nacht zahlreiche Wehrtürme und Kanonen in Position bringen können. Es ist tatsächlich so ein Auftrag. Bei einer der taktisch ausgeklügelten und schnellen Vorgehensweise kommt meiner Ansicht nach als Drahtzieher nur einer in Frage. Rubius, der gesetzlose Baumeister. Ein Glück, dass wir die Banditen noch rechtzeitig entdeckt haben. Wir müssen sofort ausrücken, bevor sie zum Angriff ausholen. Jawohl, wir wären jederzeit bereit zum Ausrücken. Gebt einfach den Befehl zum Angriff, wenn auf eurer Seite alle Vorbereitungen getroffen sind. Bitte wegtreten zu dürfen. Das ist dann also jetzt, ey. Ich guck mir das zumindest mal an. Gruppenstärke und sowas. Truppenlevel 44, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Moment. Unsere Truppen... 17, 17, 18, 16. Ja, 18 ist das Höchste, was wir haben, also. Ich weiß nicht, ob die zusammengerechnet werden oder... Ich weiß nicht, zusammen werden wir natürlich schon stark genug, aber... Ich weiß nicht so recht. Das Königreich sieht schon ziemlich eindrucksvoll aus aktuell. Was wollte ich jetzt machen? Eigentlich unseren Hauptauftrag, oder?
erstmal MacBook. Okay. Meine Lieblingsfische Teil 3 von Seesternchen. Das ist ein Schleierfisch. Sieht er nicht komisch aus? Er hat an beiden Enden so Schleierdinger, mit denen er ganz elegant durch den Ozean schwebt. Wie ein Tänzer der Tiefsee. Toll. Man darf ihn aber nicht einfach so anfassen, weil er nämlich giftig ist. Schon wieder so ein komisches Tier. Vielleicht kommt es sogar aus einer anderen Welt. Sieht gar nicht so aus, als ob er giftig ist. Doch, man schwillt an wie ein Ballon, glaub's mir. Ach ja. Wer zuerst kommt, Runde 4. Dahin? Neulich habe ich dieses Versteck entdeckt und musste einfach eine kleine Überraschung für euch dort deponieren. Wer findet sie zuerst? Viel Glück. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Ich suche jedes Mal, aber bisher hatte ich kein Glück. Mach doch mal eins Einfaches für die Blöden. Shizu geht ihren Weg. Und weiter geht's mit Leuten, die ihren Weg gehen. Shizu ist eine erfahrene Schneiderin, die nicht nur jeden Auftrag mit Bravour meistert, sondern mit ihren eigenen Designs auch ein echter Trendsetter ist. Wenn ich mehr Kohle hätte, würde ich mir von ihr einen Dreiteiler schneidern lassen. Sie war mit meiner Oma in einer Klasse. Und wo ist das jetzt toll? Ist doch nur eine Schneiderin. Man muss 6 Monate auf einen Termin bei ihr warten. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, wäre das jetzt eigentlich die perfekte Folge, um... Ich muss jetzt eigentlich halt mehr für nebenbei machen. Also wirklich noch ein paar Nebenaufträge und nochmal Talente holen. Ich kann mir vorstellen, dass in jeder Stadt jetzt noch ein paar neue Talente zu holen sind. Weil wir in der Geschichte so weit vorangeschritten sind. Da wird irgendwas geforscht. Da wird noch etwas geforscht. Ich dachte, irgendwo forsche ich noch etwas. Na komm, erweitern wir das hier mal. Die Freilichtbühne. Wirklich viel eindrucksvoller sieht die jetzt auch nicht aus. Ach ja, so viel zum Erweitern das nächste Mal. Hier wird noch was gemacht und da wird noch was gemacht. Wie viel war das? Moment. $2,4 Millionen. Ach du Schande. Ah, warte, aber die Bedingungen sind auch 64 Einrichtungen erbaut und 100 Talente angeworben. Also da sind wir noch weit weg von mit 51 Talenten. Oh, wie teuer das alles ist. So, ich würde sagen, ich würde tatsächlich sagen, alles noch einmal angucken. Man kann ja nie wissen, wir können erstmal beim Versteck der Luftpiraten anfangen. Mal sehen, ob wir hier neue Talente bekommen. Oder Nebenaufträge. Scheint aber nichts zu sein. Nein, hier ist nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Goldpaw. Also Goldorado.
Hier haben wir auf jeden Fall schon mal zwei. Zwei direkt hier oben. Okay. Die holen wir uns doch mal. Ach du. Jo! Sowas, König Evan, na? Wie schmeckt euch unser traditionell gegrilltes Fleisch in Minneapolis? Wie? Wovon sprichst du? Vor einiger Zeit war doch dein Hofkoch hier bei uns, um zu lernen, wie man unser geheimes Grillfleisch kocht. Wusstest du das gar nicht? Ach, so ist das. Mianton war bei euch? Nein, das wusste ich wirklich nicht. Er hat uns regelrecht angefleht, ihm das Rezept beizubringen. Und da dachte ich mir, das wäre doch eine schöne Geste der Freundschaft zwischen unseren Ländern. Komisch, dass Mianton mir nie davon erzählt hat. Naja, wird ja wohl kaum im stillen Kämmerchen sitzen und das Grillfleisch für sich alleine futtern. Am besten fragst du ihn einfach mal, wenn du wieder in Minneapolis bist. Ja, das werde ich. Grilltes Fleisch à la Goldorado. Mensch, ich habe plötzlich Hunger. Klar. Nee. Hallo Junge, würdest du mir kurz helfen? Ich habe hier irgendwo meinen Geldbeutel verloren. Ich würde ihn ja selbst suchen, aber leider habe ich schon etwas bestellt und jetzt kann ich hier nicht weg. Hä? Wissen Sie noch, wann Sie den Geldbeutel zuletzt gesehen haben? Ja, das ist es ja gerade. Ich bin sowas von vergesslich. Ich kann dir leider nicht genau sagen, wann das war. Jojo. Vorsicht, Evan. Mein siebter Sinn für Klatschtanten schlägt Alarm. Besser, wir gehen schnell weiter, sonst sind wir morgen immer noch hier. Nee. Aber Remy, ist doch schlimm, wenn man seinen Geldbeutel verliert. Stell dir mal vor, wir wären in der Situation und keiner hilft uns. Vielleicht finden wir den Geldbeutel ja, wenn wir ihre Schritte zurückverfolgen. Wo waren sie denn heute überall schon? Wo war ich denn überall? Im Casino, genau. Zuerst war ich im Casino. Und im Casino habe ich zufällig Frau Wau aus der Nachbarschaft getroffen. Frau Wau ist anscheinend schon wieder auf Diät, ausgerechnet sie. Dabei ist sie doch sowieso nur ein Strich in der Landschaft. Jedes Mal sage ich zu ihr, liebe Frau Wau, Sie sind zu dünn. Bald sind sie nur noch Haut und Knochen von, bald sind nur noch Haut und Knochen von Ihnen übrig. Aber hört sie auf mich? Nein, natürlich nicht. Du. Verstehe. Und danach sind sie gleich hierher gekommen? Aber nein, aber nein. Als nächstes war ich im Tante-Enzian-Laden einkaufen und dann, Ah ja, richtig. Da bin ich zufällig in meine alte Freundin Tosa gelaufen. Eigentlich wohnt sie aufwärts, aber sie hat gerade Urlaub und ist deswegen wieder in der Stadt. Natürlich mussten wir uns erstmal wieder auf den neuesten Stand bringen. Das kannst du dir ja vorstellen. Und dabei sind wir gemeinsam hierher gekommen. Wir haben uns verabschiedet. Ich habe hier etwas zu essen bestellt und dann habe ich bemerkt, dass mein Geldbeutel weg ist. Ach, wo kann er nur sein? Sie haben also Ihr Geldbeutel zum letzten Mal in Tante Enzian Laden benutzt, richtig? Dann werde ich dort mal nachfragen. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Hoffentlich ist der Geldbeutel noch dort. Die labert. Und da bekommen wir nicht mal ordentliche Belohnung hier. 970 Kronen. Ach. Hier lang. Na gut. Machen wir das schnell. Können tatsächlich Enzian laden. So. Vor einer Weile muss hier eine rätselige Dame hereingekommen sein. Sie hat ihren Geldbeutel verloren. Hast du ihn vielleicht gefunden? Eine rätselige Dame? Ja, so jemand war heute hier. Ich habe gesehen, wie sie direkt vor der Ladentür gestolpert und hingefallen ist. Was, sie ist hingefallen? Ja, und ihre ganzen Einkäufe haben sich in der Landschaft verteilt. Zum Glück haben ihr ein paar freundliche Leute beim Einsammeln geholfen. Kannst du dich noch daran erinnern, was für Leute das waren? Es waren insgesamt drei Personen. Die erste war eine Aquafrau mit tollen roten Haaren. Der zweite war ein Goldoraner mit blauem Fell und schwarzer Kleidung, Bart und einer Zeichnung um die Augen. Der dritte war eine schlanke Goldoranerin mit braunem Haar und weißer Kleidung. Okay. Ha. Nein, das war weiße Kleidung.
Okay, du bist die Erste. Ich hätte eine Frage. Hast du vorhin vor Tante Enzians Laden einer Dame dabei geholfen, ihre Einkäufe einzusammeln? Mhm. Tante Enzians Laden? Ach, dieser Laden da. Ja, da war, ja, das war ich. Hast du dabei zufällig einen Geldbeutel gesehen? Die Dame hat ihren offenbar bei der ganzen Aufregung verloren. Nein, tut mir leid. Einen Geldbeutel habe ich da nicht gesehen. Arigato. Verstehe, gut. Danke jedenfalls. Ja. Das war ja eher nicht so hilfreich. Lass uns mal die anderen Leute suchen. Du. Auch nicht. Du. Nee. Entschuldigung, haben Sie vorhin vor Tante Enzians Laden einer Dame geholfen, der ihre Einkäufe heruntergefallen sind? Ja, das habe ich. Haben Sie dabei auch einen Geldbeutel gefunden? Mhm. Ein Geldbeutel? Soll das heißen, du glaubst, dass ich ihren Geldbeutel gestohlen habe? Hä? Nein, natürlich nicht. Ich frage einfach nur die Leute, die geholfen haben, ob... Oh. Ja, ja, ist schon klar. Ich weiß genau, wie der Husky... Wie der Husky läuft. Husky ist in unserem Königreich, ja, also... Du hältst mich für einen Kriminellen. Nur weil ich ein dunkles Fell habe, ist doch immer dasselbe. Natürlich. Ja, das ist ein Missverständnis. Sowas habe ich kein einziges Mal gedacht. Und dabei wollte ich nur nett sein. Die Dame hat mir sogar ein Bonbon geschenkt. Anno. Lass mich einfach in Ruhe, kapiert? Ich will nichts mehr hören, ich bin fertig mit der Welt. Nimm's nicht so schwer, Evan. Es gibt doch immer andere Leute, die wir fragen können. Hier hoch muss. Hier jemand? Nein. Jetzt bewegen wir uns aus dem Bereich raus. Gehen wir doch lieber in die andere Richtung. Das ist sie doch. Weiße Kleidung, braunes Haar. Anna? Hm? Kann man dir helfen, Kleiner? Anno. Ich suche gerade die Leute, die vorhin der Dame vor dem Tante Enzian-Laden geholfen haben. Die Verkäuferin meinte, du wärst auch dabei gewesen, stimmt das? Ah ja, die Dame, die hingefallen ist. Stimmt, ich habe ihr mit ihren Sachen geholfen. Ist so, diese Dame hat ihren Geldbeutel verloren, daher frage ich jetzt die Leute, die ihr geholfen haben, ob jemand was darüber weiß. Ach echt? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Dame ihren Geldbeutel selbst aufgehoben hat. Was? Ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Sie hat nämlich ein Bonbon aus ihrem Geldbeutel genommen und mir geschenkt. Da bin ich zu 100% sicher. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, was Bonbon in so einem Geldbeutel verloren haben. Aber sicher ist nun, dass die Olle das Ding erst danach verloren hat. Ich bin anschließend gleich weitergegangen, deswegen kann ich euch nicht sagen, wo die Dame danach hin ist. Da war aber so eine Aquafrau, die auch mitgeholfen hat. Die hat sich noch mit der Dame unterhalten, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht solltet ihr mal mit ihr sprechen. Eventuell kann sie euch irgendwie weiterhelfen. Arigato. Die Aquafrau, alles klar. Vielen Dank für die Auskunft. Mata ne. Klar, immer doch. Ich wünsche euch noch viel Glück. Mm. Danke. Okay, also wieder zurück zu der Rothaarigen. Die laufen ja auch nur hin und her. Das ist der langweiligste Nebenauftrag, den ich bis jetzt gemacht habe. Ah. So, erinnerst du dich denn noch daran, was die Dame gemacht hat, nachdem sie ihre Einkäufe wieder beisammen hatte? Ah. Ich habe mich eine Weile mit ihr unterhalten. Ich wollte wissen, ob sie mir als Touristin irgendwelche Empfehlungen geben kann. Außerdem habe ich sie gefragt, wo sie ihren kleinen Bonbonbeutel gekauft hat. Den fand ich allerliebst. Und als ich ihr das erzählt habe, hat sie ihn mir einfach geschenkt. Danach hat sie offenbar eine Bekannte entdeckt und sich von mir verabschiedet. Sie hat dir ihren Bonbonbeutel geschenkt? Nein, nein. Sag mal, Mädel, dürfen wir mal kurz reingucken in den Beutel? Von mir aus gerne.
Das ist der Geldbeutel der Dame. Super. Was? Das ist dein Geldbeutel? Im Questfloss sehen die Geldbeutel völlig anders aus. Deswegen habe ich das nicht bemerkt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn der Dame natürlich sofort zurückgegeben. Ich hoffe, sie nimmt mir das nicht übel. Mach dir keine Sorgen, wir werden ihn sofort zurückbringen. Und wir erklären auch, warum du den Geldbeutel nicht gleich erkannt hast. Da bin ich aber wirklich erleichtert. Vielen Dank. Oh Mann. Da hat die ihren Geldbeutel verschenkt. Ah. Hier gibt es Talente. Das ist der Wahnsinn. Nee. Das sind wir wieder und wir haben ihren Geldbeutel dabei. Ach, da ist er ja wieder. Was für ein Glück. Also wirklich, wie konnte ich den nur verlieren? Tja, wie soll ich sagen? Sie haben ihn nicht verloren, sie haben ihn verschenkt an die Touristin, mit der sie vor dem Tante-Enzian-Laden gesprochen haben. Ja! Ja, richtig, genau, natürlich, das Mädchen, das mir geholfen hat. Sie hatte sich so in das Ding verguckt, dass ich ihr den einfach geschenkt habe. Heute ist so viel passiert, dass ich die Hälfte davon schon wieder vergessen habe. Es tut mir unendlich leid, dass ich dir und dem lieben Mädchen solche Scherereien bereitet habe. Hat sie dir den Geldbeutel zurückgegeben? Ja, sie wollte nicht, dass es zu einem Missverständnis kommt. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass es überhaupt ein Geldbeutel ist. So eine gutherzige und aufrichtige Person. Ich sollte ihr einen Finderlohn zahlen. Noch einmal vielen Dank, dass ihr euch die ganze Mühe gemacht habt. Hier, nehmt das als Entschädigung. Ich glaube, ich habe jetzt mehr gelesen als sonst irgendwo. Tagebuch. Nebenauftrag. Soßengeheimnis. Was ist das hier? Militäreinsatz. Sprich mit Susi. Okay. So, hier war aber nichts mehr. Das bedeutet, wir gehen jetzt einmal nach Hafenna und sehen mal, ob wir dort einen Auftrag annehmen können. Tatsache. Oh, so viel Neues. Gerne in der Story weitermachen, aber es ist auch wichtig, dass wir genug Talente bekommen und unser Königreich immer weiter ausbauen. Und vor allem die ganzen Erfahrungspunkte und so, die wir hier noch bekommen durch die ganzen Nebenaufträge, sind natürlich auch wichtig. Ah, der salzige Wind von Hafenna. Ich höre den Sirenengesang des Meeres. Gut, so soll es sein. Meine große Heldenreise wird mich zu fernen Ufern führen. Was hat der denn für ein Problem? Führt das Selbstgespräche? Hä? Oho, was sehe ich da? Dieser Blick in euren Augen. Ihr habt mich zweifellos erkannt. Ja, ich bin es wirklich. Die Reinkarnation des legendären Kriegers Lu Po. Lu Po? Wer war das nochmal? Du scherzt wohl! Lu Po ist einer der legendären Urahnen der Wouts. Seine Faust spaltete Berge, sein Bellen ließ neue Flüsse entspringen. Viel legendärer kann man gar nicht sein. Und ich, bei aller Bescheidenheit, bin kein geringerer als dieser Lu Po, in einem neuen Zeitalter wiedergeboren. Ja, dann bist du sicher unglaublich stark, oder? Allerdings, und die ganze Welt soll es erfahren. Deswegen befinde ich mich auf einer Pilgerfahrt zu den Stationen des Lebens von Lu Po. Jojo. Bist du bekloppt? Das glaubst du doch selbst nicht, dass du so ein legendärer was auch immer bist. Remy, sei doch nicht immer so direkt. Aber Remy hat recht. Ha, ich habe natürlich schon erwartet, dass eure Herzen das Unglaubliche nicht akzeptieren wollen. Deswegen werde ich für euch eine von Lu Po's Heldentaten wiederholen. Die Jagd auf 1000 Wölfe mit dem kleinen Finger. No! Mit dem kleinen Finger? Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. In der Tat, um die Menschen, die früher in der Welt, in dieser Gegend lebten, aus ihrer Drangsal zu erretten,
verjagte Lupo eine Horde Wölfe mit nur einem Finger. Indem ich das wiederhole, werde ich nicht nur euch überzeugen, sondern auch den Grundstein meines erneuten Ruhmes legen. So soll es sein. Für meine glanzvolle Heldenreise. Attacke! Oh Gott. Der wird drauf gehen. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir ihn einfach lassen? Die einzigen Wölfe hier in der Gegend sind die Dornwölfe. Will er echt mit seinem kleinen Finger auf die losgehen? Vielleicht hätten wir ihm wenigstens den Fingerhut mitgeben sollen. Los, Remy, ihm nach. Wir können ihn ja nicht einfach ins Verderben rennen lassen. Sehr nah. Da hast du wohl recht. Gehen wir ihm nach. Oh, so eine geringe Belohnung. Aber glänzender Ring der Ferne, das ist auf jeden Fall etwas für Shanti. Oh Mann, also ich habe bis jetzt nur Bekloppte getroffen. So, da muss ich noch in die Windschlangen klippen, will ich noch etwas nachgucken. In Quastenfloss und in Macbomb muss ich halt noch nach Leuten suchen. Moment, hier links ist er, glaube ich, eher. Gehen wir mal hier lang. Da vor der Höhle ist er. Muss ich einmal drum herum laufen. Nee. Lupo! Kommt nicht näher. Hier ist es gefährlich. Wir holen dich da raus. Versteck dich irgendwo. Tut mir leid. Hab vielen Dank, wackerer Jüngling. Ohne dich wäre meine Reise hier zu Ende gegangen. Von wegen 1000 Wölfe mit dem kleinen Finger. Ich habe mir schon beim ersten Wolf den Finger verstaucht. Du kannst froh sein, dass du mit einem verstauchten Finger davongekommen bist. Mir ist jetzt eines klar geworden. Ich bin auch weit, weit davon entfernt, das Erbe des großen Lupo antreten zu können. Naja, immerhin hast du jetzt deine Grenzen kennengelernt. Das ist schon mal viel wert. Ich habe einen Entschluss gefasst. Meine große Pilgerfahrt ist hiermit vorbei. Ich gehe zurück nach Hause. Hä? Ah. Ja, es ist einfach noch zu früh, um unter dem Namen Lupo in die Welt hinaus zu segeln. Was ich jetzt brauche, ist Training. Training und noch mehr Training. Eines Tages werde ich ein legendärer Held werden, so wie Lupo in den Geschichten, die mir meine Mama immer vorgelesen hat. Sie ist noch lange nicht vorbei, meine glanzvolle Heldenreise. Zum Angriff! Das ist so ein Idiot. Und weg ist er. So einen Optimismus möchte ich haben. Ich fürchte nur fast, dass das nichts mehr mit seiner Heldenreise. Apropos, wir haben selbst noch einiges an Heldenzeugs vor uns, Evan. Aber wehe, du lässt dir das so zu Kopf steigen wie der Bursche da. So, ausrüsten. Shanti. Glänzender Ring der Ferne. Windschlangenklippen. Erstes Leuchtfeuer. Erster Reisepunkt. So, nämlich geht es um die Knuffis hier. Die haben mir letztes Mal haufenweise Sachen geschenkt. Vielleicht schenken die mir ja jetzt etwas, weil ich in der Story weiter bin. Erstmal rede ich mit dir.
Das ist so verdächtig, dass du hier einfach so rumstehst. Windy-Lally. Okay, die wollen mir anscheinend nichts Neues mehr schenken. Na gut. Schade. Dann geht's jetzt weiter nach Quastenfloss. Mit dem geilen Soundtrack. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. 8 Nebenaufträge. Oh Mann. Das wird eine Katastrophe. Zubakuroja. Okay. Erstmal wieder ein paar treue Marken holen. Treue Münzen. Dann sehen wir mal, ob er noch ein paar Talente für uns hat. So, Münzen eintauschen. Stell mir Talente vor. Alles klar. So. Goldorado, Goldorado, Mechbaum, Mechbaum. Okay, was haben wir denn hier für welche? So, Beagle. Ah, Beagle, ah. Oh. Kräutermischung, sorgt mit Farmer, zeutischem Wissen für zusätzliche EXP in den Metalabor. Hm, gut. Kommen wir mit den Punkten hin? Ja, wir können uns alle holen. So, Shizu. Ach ja, Leute, die ihren Weg gehen. Genau, Schneiderin. So, Eric oder was auch immer. Eric würde ich eher sagen. In diesem komischen E. Naja. Designerblick. Noch mehr Leute fürs Atelier. Und Ronda, frischer Wind, XP, Technischen Instituten. Okay. Mata Kurunjazo. So, also hier haben wir echt eine Menge Aufträge. Ne, hier wollte ich gucken. Okay, hier beim Königspalast eher nicht. Jetzt will ich nochmal kurz den Mechbaum gucken, wie viele Aufträge wir dort noch holen können. Ob das auch so viele sind. Okay, der eine hier bei uns, das müsste, glaube ich, Dings sein. Da sind zwei, da ist einer, da sind zwei. Ach du Schande. Okay. Wanda, du willst in unser Königreich? Arigato. Gut. Gehen wir nochmal nach Goldorado, holen dort die anderen beiden Talente, die wir da so bekommen haben. Und die ganzen anderen Nebenaufträge, die ich hier sehe, die werde ich dann alle außerhalb der Aufnahme machen. Die mache ich dann so für mich privat. Dadurch verliert das LP wenig an Spannung. Also es wird immer schön spannend bleiben. Na. Mit viel von der Story und so. Yoroshiku. Ja.
Und dass ich die ganzen Nebenaufträge mache und vielleicht auch die Wüste von... Zu der Wüste müssen wir, glaube ich, zwangsweise nicht hin. Vielleicht mache ich die auch komplett außerhalb der Aufnahme, die ganze Wüste. Das gibt halt immer noch die Möglichkeit, dass ihr... Dann lohnt sich das Spiel auch wirklich mehr, dass ihr das selber spielt. Muss man ja mal so sehen. Ja, dadurch bleibt noch viel, viel Freude und Entdeckungsmöglichkeiten offen, falls ihr das selber noch spielen wollt. Na, erst habe ich einen Schüler geholt, jetzt hole ich dich. Ey. Wobei ich mich aber echt noch frage, ob ich vielleicht doch alles in der Aufnahme machen will. Kommt mir dann nur so halb vor, wenn ich alles, wenn ich hier nur die Hälfte mache und so. Wenn ich manches nicht zeige. Ich weiß es nicht, das ist jetzt eine ganz schöne Gewissensfrage für mich. Ich habe vielleicht eine Idee. Ich werde vielleicht die anderen Nebenaufträge und so etwas, also die Nebenaufträge, die ich jetzt noch alle offen habe, was halt noch sehr viele sind, in Mechbaum und Quastenfloss und so, die werde ich alle aufnehmen, genauso wie wenn ich dann hier Wüstengebiet und sowas mache, werde ich alles aufnehmen, aber ohne kommentieren. Unkommentiert werde ich das dann irgendwie nach dem LP, nach der kompletten Story, werde ich das als Bonusfolge hochladen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Dann könnt ihr euch das ansehen, wenn ihr wollt. Nur damit ihr seht, wie halt so die Aufträge da alles sind. Ich habe gar nicht nachgeguckt. In Nürswald könnten wir vielleicht auch noch einen Auftrag bekommen. Ich guck mal kurz nach. Kein Ausrufezeichen. Keins. Okay. Na gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück nach Minneapolis. Genau, ich kümmere mich weiter um den Aufbau. Yes. Wenn ich hiermit fertig bin, dann werde ich die Folge beenden. Die nächste Folge, die ihr dann seht, wird in der Story weitergehen. Und sobald die Story und alles fertig ist, wird dann eine Sonderfolge kommen, wo ich dann die ganzen anderen Aufträge und so mache. Das sollte ich erstmal nachsehen. Du kannst aufleveln. So. Wo kommst du hin? Metalabor. Atelier. Technisches Institut. Okay, Metalabor. So. Atelier. Und das Technische Institut. Weil wir hier das Problem haben. Hier haben wir halt alles schon erforscht, deswegen... Wie viel kostet denn das zweite Technische Institut? Neue Sachen zu forschen. Da gibt es tatsächlich viele neue Sachen zu forschen. Das bedeutet... Runa kommt hier rein. Olivia kommt hier rein. Und Schnauzer wohl auch, oder? Ja. Wer ist denn hier noch drinne? Der Rob. Okay.
Okay, der bleibt dann hier so als Platzwärmer im alten technischen Institut. Erweitern. Ja. Oh. Von 4 scheint das Maximum zu sein. Was haben wir denn jetzt? Obwohl, ne, hier sind noch ganz viele Fragezeichen. Wir werden das wohl später nochmal aufleveln können. Oder hier? Nein, Erweiterungsbedingungen maximaler Rang erreicht. Ich weiß nicht, was das hier dann nochmal für Witch sind. Aber egal. Ah, das ist wieder ein bisschen Geld. So, was erforschen wir denn hier? Logistische Verbesserung maximieren die Materialbeschaffungsgeschwindigkeit. Minimiert Verschwendung am Bau. Die Baukosten sinken um 30%. Das klingt gut. Das machen wir zuerst. Handwerkskunst hat die jetzt neu als Talent. Brauche ich das für irgendwas? Meister für geschickte Hände? Keine. Okay. Nur Meister für geschickte Hände brauche ich hier. Aber... Tja. Geht ja nochmal in unser schönes Schloss. Ah, wenn man sich überlegt, wie das am Anfang aussah und wie es jetzt aussieht. Schon klasse. So, ich werde jetzt erstmal die Folge beenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.